Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte, Herr Amtsdirektor, meine Damen und Herren, vorab möchte ich Ihnen doch noch an den Nationalräten und Nationalräten gratulieren für Ihre Wahl und ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen vorsprechen darf. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich komme aus der Diplomatie, früher aus der Entwicklungspolitik. Ich war früher bei den Vereinten Nationen tätig und Anfang 90er Jahre bei dem Bundesamt für Außenwirtschaft. Bin dann in die multilaterale Diplomatie gewechselt und hatte das Privileg, in Brüssel bei der EU auf der Mission tätig gewesen zu sein und dann am Schluss während etwa 7 Jahren als Botschafter in Genf bei den Vereinten Nationen, wo ich dann eben auch infiziert wurde mit diesem Virus ICT, weil da hatte ich das Privileg als Delegierter des Bundesrates den Weltgipfel betreffend die Informationsgesellschaft zu organisieren. Das wissen vielleicht die meisten von Ihnen noch. Der erste war 2003 in Genf und 2005 in Tunis, vor allem bekannt eben durch die Rede von Bundesrat Samuel Schmid bei der Eröffnung, können sich alle sicher noch erinnern, neben Ben Ali sitzend, wo er gesagt hat, eben die Informationsfreiheit ist nicht nur im Saal, sondern auch draußen. Und wir wissen heute, wohin wir gekommen sind. Das wurde kürzlich wieder von der Zivilgesellschaft in Tunesien sehr in Erinnerung gerufen und es gab auch ein paar Zeitungsartikel, aber Herr Samuel Schmid wollte sich eigentlich nicht äußern. Sehr bescheiden, habe ich eigentlich bedauert, weil das war doch ein mutiger Schritt damals. Also ich komme aus dieser Bewegung, auch eine Bewegung der Weltgipfel in Genf zuerst, wo es eigentlich darum ging, für die Weltgemeinschaft Vorschläge oder Aktionspläne vorzubereiten, wie auch Entwicklungsländer den Weg machen können von der Landwirtschaftsgesellschaft oder Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Und da stand im Vordergrund in Genf vor allem die Frage von ICT for Development. Aber dann kamen sehr bald Leute und sagen, ja, das ist ja gut und recht, ICT for Development. Das heißt also, wie können wir die Informationstechnologien benutzen, gebrauchen, in der Unterstützung der entwicklungspolitischen Ziele, genauso wie das wir machen in der Industrie, in den Banken, bei den Ärzten, auch eben in den Entwicklungsländern. Und da kamen eben andere und sagen, aber what about peace? Oder? Das gehört ja auch zu den Millenniumszielen. Und das gehört zusammen, die Entwicklung und die Frieden. Das ist ein Paar, das muss. Und die Frage haben wir dann dank der Unterstützung des schweizerischen EDIA damals näher untersuchen können und haben dann diese Publikation 2005 publiziert, wo wir ein erstes Inventar gemacht haben von eben Applikationen, wo man sagen kann, ja, das hat was zu tun mit Frieden, Friedensförderung. Aufgrund dieser Studie war es uns dann gelungen, in Tunesien, zusammen mit der tunesischen Regierung, das muss ich jetzt doch ehrlicherweise noch sagen, diesen Paragraphen einzubringen. Sie sehen, ich komme aus der Diplomatie, diese Dinge sind wichtig für mich. Ich bin in diesem Sinne ein digitaler Immigrant, wurde infiziert, komme aus der Diplomatie. Ich glaube auch, dass wir auf dieser Ebene doch sehr viel beitragen können in diesem immer richtigen werdenden Feld. Wir haben dann im Nachgang zu diesem Gipfel haben wir dann diese ICT for Peace Foundation begründet und im Wesentlichen geht es darum, wie kann man eben die Informationstechnologien nutzbar machen für die Prävention, die Mediation, Postkonflikt, Wiederaufbau, Krisenmanagement, Schutz von Zivilpersonen, Verhinderung von Genozid und solche Fragen, die lagen uns sehr am Herzen und haben dann sehr früh 2007 einen Auftrag bekommen vom UNO-Generalsekretär, eben dieses ICT, also diese Kriseninformationsmanagement
zu verbessern. In der Zwischenzeit haben wir ja natürlich eine Revolution erlebt. Wie Sie wissen, haben wir nun zu unserer Verfügung alle diese neuen Mittel, Internet, World Wide Web und so weiter, Mobiltelefonie, das kennen Sie, aber jetzt haben natürlich an großer Bedeutung eben alle diese anderen Mittel zugenommen und wo eben doch auch sehr viel Information produziert wird und die eben zum Beispiel auch im Krisenmanagement, wir haben es gesehen, in Haiti und anderswo eben diese Mittel auch zum Zuge kommen. Das hat nicht nur Vorteile, sondern auch oft auch sehr Nachteile, weil oft werden dadurch auch sehr viel zu viel Informationen produziert. Und diese Fragen wurden wir beauftragt, mit vom UNO-Generalsekretär nachzugehen, wie wir eben eine Informationsstrategie für Krisenmanagement zusammenstellen können für das UNO-System, aber mit allen internationalen Partnern. Und die Kernaussage ist in dieser Strategie ist eigentlich, dass wir in diesen vier Bereichen tätig sein müssen. Information, und hier reden wir eigentlich von Daten. Also wir brauchen die richtigen Daten, um die richtigen Informationen auszutauschen zu können. Und deshalb auch der Weg und der Link dann eben zu Open Government Data. Das sind die anderen Bereiche, die wir betrachten müssen. Das ist die Technologiefrage, auch das Stakeholder Management. Das sind die Frage, welche Partner sind eigentlich involviert in einer Krisensituation, wenn es darum geht, Informationen auszutauschen über die Verletzten, die Verwundeten und eben die Hilfsgüter. Und da braucht es eine konsistente Informationsstrategie. Herr Stürmer hat mich gebeten, in meinem Referat kurz darauf zu prüfen, wie eben dieses Open Government Data für die internationale Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit und Krisenmanagement von Bedeutung ist. Und generell kann ich das sicher heute schon bestätigen, dass auch das von großer Bedeutung ist. Generell kann man sagen, dass durch kollaborative Open Maps Verbesserung bei der Koordination, Effizienz, Transparenz und Rechenschaftsablegung bei der Entwicklungszusammenarbeit beitragen kann. Empfängerländer, Geberländer können Entwicklungszusammenarbeit besser koordinieren und harmonisieren. Man kann Doppelspurigkeiten verhindern und zum Beispiel auch eben dadurch Projekte vielleicht in Gebiete verlagern, wo sie mehr benötigt werden. Man kann auch eben korrelieren mit den Daten, die dann uns zur Verfügung stehen, zwischen der Wirksamkeit der Projekte und der sozioökonomischen Entwicklung, die eben auch basiert auf Daten, die wir, so hoffen wir, auch von Open Government Data erhalten werden. Ich wurde gebeten, kurz auf nochmals auf die internationalen Bestrebungen in diesem Bereich einzugehen. Herr Golli hat es schon teilweise erwähnt. Vielleicht, wir sehen, dass da gewichtige Regierungen bereits diese Politik eingesetzt haben. Die wichtigsten Länder sind sicher die Vereinigten Staaten, dann Großbritannien, eigentlich alle angelsächsische Länder, aber auch Länder wie die Estland, Finnland, Dänemark. Ein ganz wichtiger, sagen wir, neue Entwicklung ist auch eben diese Open Government Data Partnership, die unter der Führung von den Vereinigten Staaten und Brasilien ins Leben gerufen wurde und eben bereits heute über 40 Länder umfasst. Und diese Länder müssen eben sich dann verpflichten, diese Open Government Data Policy anzuwenden, einzuführen, umzusetzen. Ich habe mal einfach interessehalber versucht, auf diese Open Government Data Sites zu gehen, also zum Beispiel von den Vereinigten Staaten. Ich kann Ihnen empfehlen, das mal zu tun. Es ist interessant, was da alles und die,
die Masse von Informationen vorhanden ist. Auch bei den Engländern ist das sehr interessant, was für Informationen da zutage getragen werden kann. Interessanterweise sind es nicht nur Entwicklungsländer, die diese Politik nun übernommen haben, sondern es sind auch Länder wie Kenia. Kenia hat jetzt diese Politik auch übernommen und natürlich aus einer, sagen wir, entwicklungspolitischen Sicht ist es natürlich wichtig, dass eben für die Verbesserung der Effizienz und Koordination eben auch in diesen Ländern diese Open Government Data Politiken übernommen werden. Und ich möchte Ihnen auch empfehlen, hier mal auf den Website zu gehen und in diesen Sektoren rumzusuchen und sehen, wie relevant überhaupt diese Daten ist, dass man sich mal konkret etwa vorstellen kann, was das überhaupt in der Praxis bedeutet. Und ich muss sagen, für ein Land wie Kenia, also ein Entwicklungsland, ist das natürlich eine enorme Tätigkeit, ein enormer Erfolg. Und eigentlich, wenn wir sagen würden, eben sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit oder die humanitäre Hilfe wirklich verbessert werden kann, indem eben bessere Datensätze vorhanden sind, dass sie besser ausgetauscht werden können, also die Maschinenlesbarkeit und so weiter, dann funktioniert das nur, wenn alle Regierungen das machen und eben auch gerade in unserem Bereich eben der Entwicklungszusammenarbeit oder das Krisenmanagement bei Katastrophen, dann müssen das eben auch diese Länder auch machen. Ich habe hier Beispiele aufgelistet von Initiativen, Websites und so weiter, wo eben versucht wird, auf diese Daten zurückzugreifen und sie zur Verfügung zu stellen. Und führend sehr ist erfreulicherweise mal die Weltbank, die natürlich über ein enormes Datenschatz über die Entwicklung in diesen Ländern verfügt. Es gibt da verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel die International Aid Transparency Initiative, die eigentlich sich mit der Frage beschäftigt, was sind die Protokolle, was sind die Kriterien für die Messung, sagen wir, von der Effizienz im Entwicklungsbereich im Vergleich zu diesen Daten. Schweden zum Beispiel hat einen Open Data Website erstellt, um über ihre Entwicklungszusammenarbeit. Also wohin geht das Geld, was wird mit dem Geld, wer verwaltet, wer ist der Umsetzer dieser Hilfsmittel, also NGOs und Privatfirmen und so weiter. Auch da wird es immer interessanter, was da für Informationen zur Verfügung gestellt wird. Auch in Deutschland, das ist eine NGO, die das macht, die auch eben versucht, mehr Transparenz in der Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen. Dann gibt es eben bereits so Spezialgebiete, Open Data for Resilience Initiative, zum Beispiel in Haiti findet ja jetzt der Wiederaufbau statt, und das ist aber nicht immer noch, Haiti ist nach wie vor von Katastrophen bedroht, also wie zum Beispiel muss man die Häuser bauen, wo müssen die Schulen hinkommen und so weiter, das ist alles Fach- und Sachwissen, Daten, die man zur Verfügung stellen kann und die man jetzt einfach nützen und finden kann. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele dieser Websites. Hier ist einer von der UNO, die jetzt eben auch anfängt, diese Daten zur Verfügung zu stellen, aufgrund dieser ganzen Familie von UNO-Organisationen. Dann die Weltbank mit dem Mapping for Results zum Beispiel stellt Informationen ihre Projekte, die sie finanziert, zur Verfügung, kann da dann abgleichen, wo wurde etwas gemacht, wie viel wurde investiert, was war der Impact und so weiter. Die Aid Data, das ist ein weiterer, versucht auch das Land selber, also Malawi versucht zum Beispiel jetzt die Daten der Entwicklung, die Entwicklungsprojekte von über 30 Donors auch
darzustellen. Und eben auch, und das ist auch eine Neuigkeit, ist diese Visualisierung auf diesen Karten, eben dieses Mapping und dieses, die neue Technologie. Die Visualisierung hilft natürlich mit, besser diese Projekte zu vergleichen und zu beobachten. Das ist das Projekt, das ich erwähnt habe hier in Haiti. Eben hier geht es um eben leider um eben diese Länder, wo eben immer mehr Katastrophen vorkommen und dass auch die, dass denen das ermöglicht wird, besser auf Erfahrungsschätze, auf Informationen zurückzugreifen in diesen Wiederaufbauprojekten. Dann gibt es natürlich auch andere Quellen, wie die Google Public Data, ein interessanter Website, wo man eben auch sehr schnell Informationen suchen kann, Trends und so weiter finden kann. Dann dieser Humanitarian Response, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil das ist der Bereich, der sehr zentral ist für das Krisenmanagement. Sie müssen sich vorstellen, wenn eben in einem Land eine Katastrophe, eine Krise politisch oder eben Naturkatastrophen, dann muss man eigentlich, wenn man in das Land geht als Hilfsorganisation, als NGO, als Regierung, muss man natürlich die nötigen Informationen haben. Frage zum Beispiel Straßen, Spitäler und so weiter. Und leider ist es heute so, dass diese Informationen für die meisten Länder nicht vorhanden sind und sie sind nicht zentral vorhanden und sie sind nicht leicht abrufbar. Und das ist natürlich ein großes Problem und jede Hilfsorganisation versucht irgendwie diese Informationen zu beschaffen. Und hier ist das eigentlich das Anliegen, dass man jetzt mal zentral wenigstens diese wichtigen Fragen und banalen Fragen eigentlich versucht zu beantworten. Zum Beispiel eben, was ist eine Straße? Wenn eine Straße ist, oder können Sie vielleicht einen Esel darüber schicken oder eben einen Lastwagen oder Definitionen. Und das ist Knochenarbeit und langweilige Knochenarbeit und das muss gemacht werden. Und das macht eben zum Beispiel jetzt die OCHA, die humanitäre Organisation der UNO, und wir unterstützen sie in diesem Bereich, um zumindest mal für die am meisten, zum Beispiel eben von Naturkatastrophen bedrohten Länder sind, dass wir zum Beispiel mal wenigstens für diese Länder diese Daten zur Verfügung haben. Vielleicht zum Abschluss noch das neue Phänomen von Crisis Mapping und Crowdsourcing. Wie Sie wissen, ich habe eingangs diese neuen Tools gezeigt, von Google Map und Mobiltelefonie, und dass in der Kombination von diesen Sachen heute eben sehr viel Echtzeitinformationen produziert werden kann, die doch sehr relevant sind für das Krisenmanagement. Und das war natürlich der große Fall, war da in Haiti, als das zum ersten Mal zum Zuge kam, aber auch in Darfur, in Sudan und so weiter, kommen diese Informationsbeschaffungsmöglichkeiten, Informationsbeschaffer zum Zuge. Und die sind natürlich nicht Government, die sind Private, oder? Das sind NGOs, das sind Volunteers, die sich als humanitäre Arbeiter verstehen. Sie produzieren oder liefern nicht Decken oder Zelten, sondern sie eben liefern Informationen und wichtige und lebenswichtige Informationen. Und es geht eigentlich jetzt darum, möchte ich abschließend sagen, also wenn Sie mich fragen, ob Open Government Data bedeutungsvoll ist für die humanitäre Hilfe, dann ist es klar ja, aber nur, wenn es wirklich Open Government Data gibt, wenn sie es zur Verfügung stellt und wenn sie weltweit und auch in den Entwicklungsländern zur Verfügung stehen. Das Zweite ist, dass dieses neue Phänomen der Crowdsourcing und Crisis Mappers, das heißt diese NGO-Community, die Information produziert, das ist Open Software, die sie haben, das kostet praktisch nichts, aber die produzieren sehr interessante Informationen und die irgendwie einzufangen, wenn sie jetzt Entscheidungsträger sind von
und für die humanitäre Hilfe. Wie können Sie diese Information einsammeln? Wie können Sie sie validieren und so weiter? Das sind alles Probleme und Fragen, die sich heute stellen und die wir, die versuchen, ein internationales, wirkungsvolles Kriseninformationsmanagement aufzubauen, wie wir das jetzt machen dürfen mit der UNO und anderen Organisationen, muss diese Frage gelöst werden. Wir müssen einerseits diese Silos, die berühmten Silos, niederreißen und verbinden, aber andererseits müssen wir auch eben von diesen neuen Technologien, Crisis Mappers und so weiter, den besten Nutzen daraus ziehen, um zu verbinden mit den offiziellen Informationsträgern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Daniel Schaufacher, für diesen ganz spannenden Vortrag. Ich dachte immer, IT, das ist etwas so für die entwickelten Länder, wo man dann irgendwelche so Wohlstandsbedürfnisse befriedigen kann. Ich denke, mit deinem Vortrag hat es wirklich gezeigt, dass IT kann auch, oder ICT kann auch ganz stark lebenswichtige Aspekte einbringen. Das Thema ist auch sehr entwicklungspolitisch relevant, wie wir gehört haben. Open Aid, wie transparent wird das Ganze? Gibt es dazu ein, zwei Fragen aus dem Publikum? Vielleicht jemand, der sich bei dem einen oder anderen Thema angesprochen fühlt oder vielleicht noch eine Frage offen hat, eine Bemerkung abgeben möchte? Naja, ganz hinten. Ja, Sie haben sehr interessant von den Wirkungen gesprochen, die zum Beispiel die erhöhte Transparenz bringen kann. Man muss vielleicht auch einmal noch einen Blick hinüberschicken zu den Empfängern dieser aller Daten. Wir haben vor etwa 3 Wochen, und Sie bringen mich nur auf das Thema, weil Sie in dieser Branche tätig sind, vor etwa 3 Wochen hat in 20 Minuten die IDEAS, nämlich das Aid-Rating, so ein selbsternanntes Rating-Team, und unsere NGOs, unsere Hilfswerke verglichen mit den Daten. Und ich habe lange diskutiert mit diesem Typen, der das macht. Ich war nämlich mit ihm zusammen an der High-Level-Forum in Busan über Aid-Effectiveness, und dort war er eben auch, und er hat gesagt, ich nehme einfach die Daten, die man bekommt öffentlich in der Schweiz, und dann vergleiche ich das anhand von 10 Kriterien, und dann komme ich darauf, dass die Brot für alle und die Helvetas und natürlich die DEZA ist fast die schlechteste und so weiter. Er hat so ein Rating gemacht. Nun ist die Schweiz ja auch beim Aid Transparency Initiative ist die Mitglied und hat die internationalen Kriterien, richtet sich danach, aber wir müssen uns damit konfrontieren, dass selbsternannte Nutzer von all diesen Daten dann auch diese Daten halt nutzen, wie sie wollen, und unter Umständen vielleicht unseren Werken, die wir damit bewirken möchten, nicht unbedingt einen Dienst leisten. Vielen Dank. Das ist ein Kommentar, aber ich glaube, wir müssen mit dem leben. Demokratie ist riskant, oder? Und Transparenz auch. Das ist die. Nein, ich verstehe schon Ihren Punkt. Sehr gut, vielen Dank. Nein, da muss ich jetzt gerade was dazu sagen. Also ich bin froh, hast du das erwähnt, weil ich finde das auch eines der großen wichtigen Sachen. Also statistische Ämter haben eine riesen Sorgfaltspflicht. Da gibt's riesige Richtlinien, wie man Rohdaten verwertet, auswertet und so weiter. Ich bin unter anderem Naturwissenschaftlerin und ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, was man mit Daten irgendwie machen kann. Und wenn wir hier sitzen und sagen, Daten sollen dazu dienen, mehr Transparenz zu schaffen, mehr Information zu schaffen, und es dann zu Desinformation führt,
dann finde ich, kann man nicht applaudieren und sagen, wir müssen einfach mit dem Missbrauch leben, Daten falsch aufzubereiten. Wir sind gerade hier in einer direkten Demokratie, dem müssen wir Sorge tragen, da bekommt die Information nochmal eine andere Dimension. Und wenn zum Beispiel auf falsch aufbereiteten Daten politische Entscheide gefällt werden, was ich schon x-fach erlebt habe in meiner politischen Karriere, weil Stümper am Werk sind, die die Daten aufbereiten, interpretieren und so weiter. Ich finde das nicht einfach auf die leichte Schulter zu nehmen, die Verwendung der Daten, die open sein sollten. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne. Also, ich denke, es ist eine sehr spannende Diskussion und es freut mich sehr, dass es wirklich auch politisch zu gewissen Kontroversen führt. Ich denke, das war auch das Ziel dieses Abends, dass wir dort entsprechend das Thema aufgreifen können. Ich glaube, das Thema brennt unter dem Nägeln, deshalb würde ich gerne Audrey Bonnier trotzdem, wenn ihr gestattet, noch mal kurz das Wort geben. Also, vielen Dank. Jacqueline und ich haben das, wir ein paar gemerkt haben, bereits im Anschluss haben wir einfach kurz diskutiert. Ich denke, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich denke einfach, also es steht das, für mich das Prinzip der quasi wirklich der Transparenz und Meinungsfreiheit und der Zugang zu diesen Daten auf der einen Seite. Und ich denke, diese Daten sind da und der Steuerzahler hat sie bezahlt. Wir haben einen Anspruch darauf, als Bürger die zu haben. Und auf der anderen Seite natürlich unsere, ich sage jetzt unsere als Bürger, als Staatsbürger, oder? Fähigkeit, auch kritisch mit Daten umzugehen und mit den Applikationen, Auswertungen dieser Daten umzugehen. Es braucht also sicher irgendwo Regeln oder ethische Regeln. Es braucht einen Datenjournalismus und dafür auch sicher wie generell für den Journalismus ethische Regeln. Aber es braucht auch begleitende Maßnahmen, dass wir und vor allem auch die nachfolgende Generation, die in diese Welt hineinwächst, kritisch mit diesen Daten umgehen kann. Ich denke, das ist, also es braucht begleitende Maßnahmen, da seid ihr als Politiker eben auch gerade gefordert, oder? Aber einfach die Daten abschließen, oder? Ist hier keine Lösung, das ist meine Meinung. Vielen Dank für deine Meinung.